Und ich begrüße jetzt Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei uns im ZIP2-Studio. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Minister, Stand heute sind 2772 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der höchste Stand seit 23. April. Auch der 7-Tage-Schnitt war seit Mitte April nicht mehr so hoch. Die Reproduktionszahl liegt mittlerweile wieder deutlich über 1, bei 1,3 ja. Ganz genau. Wie sehr beunruhigen Sie diese Zahlen? Na, natürlich ist das eine Situation, wo wir sehr aufmerksam sein müssen und wo wir durchaus noch vehementer gegen das Virus vorgehen müssen. Wir haben uns sehr genau angesehen und machen das täglich, was die Ursachen dafür sind. Wir merken, dass wir genau das haben, was wir erwartet haben. Einerseits nämlich viele regionale Clusterbildungen durch diese vielen Öffnungsschritte, durch immer mehr Bewegung, Kontakt, was da ist. Dadurch entstehen natürlich virologisch problematische Situationen. Zweitens merken wir, dass viele, viele jüngere Menschen jetzt betroffen sind. Das hat sich total verändert in der Alterspyramide. Wir sind jetzt bei einem Durchschnitts Alter der infizierten Personen von gut 30 Jahren. Im April waren es 52 Jahre. Das dritte Phänomen, was wir merken, ist, dass wir sehr, sehr viele betroffene Reiserückkehrer auch dabei haben. Rund 25% im Augenblick sind Reiserückkehrer, hauptsächlich aus Kroatien. Und viertens kommt schon auch dadurch, dass wir so viel testen wie noch nie zuvor. Wir sind derzeit bei 14.000 Tests heute zum Beispiel gewesen. Und wo mehr getestet wird, dort finden wir auch mehr. Das heißt, diese vielen Tests, diese offensive Teststrategie, das schadet den Zahlen, aber es nützt uns für die Sicherheit der Zukunft, weil jeden Fall, den wir jetzt feststellen, der breitet sich nicht aus, der kann eingegrenzt werden, der kann begrenzt werden. Dennoch ist es so, dass wir wissen, die Zahl der Infizierten steigt stärker als die Zahl der Tests. Bedeutet das nicht, dass wir mehr testen müssten? Wir versuchen mehr zu testen. Wir gehen jetzt in all die Bereiche hinein, in denen wir sogar keine Symptome merken. Das letzte war eben diese große Initiative für Reiserückkehrer aus Kroatien. Für Menschen, die keine Symptome haben, sind wir mittlerweile auf gut 11.000 durchgeführte Tests. Und 200 Personen, die wir entdeckt haben, die keinerlei Symptome hatten und wo wir gemerkt haben, ja, sie sind infiziert. Und diese 200 hätten natürlich möglicherweise auch andere jetzt anstecken können. Und das ist deswegen ein Beweis dafür, dass eine sehr offensive Teststrategie sehr gut ist. Zu den Heimkehrern, konkret zu den Kroatien-Heimkehrern, haben Sie sich diese Woche auf Twitter geäußert. Sie haben sich da vor allem an die jungen Menschen gewandt, an die Männer, weil 2/3, sagen Sie, der positiv Getesteten sind Männer. Und Sie haben geschrieben, reißt euch zusammen und übernehmt auch Verantwortung, mit 2 Rufzeichen wohlgemerkt. So impulsiv kennt man Sie gar nicht. Das hat nicht wenige irritiert, weil Sie das Gefühl hatten, da gibt es eine Pauschalzuweisung. Ja. Tut Ihnen das heute leid, dass Sie sich so geäußert haben? Ich hätte sicher besser differenzieren müssen. Das ist halt Twitter. In Twitter hast du 3 Sätze. Du versuchst schnell zu reagieren und ich habe mich damals wirklich geärgert in der Situation, weil ich Berichte auf den Tisch gekriegt habe über Strandpartys in Kroatien. Und da muss ich wirklich sagen, die allermeisten Jugendlichen sind schwer okay und verstehen, dass sie auch ihren Beitrag leisten müssen, dass sie ja auch gefährdet sind. Das ist ja auch ein Selbstschutz, den man realisiert, wenn man auf Hygiene achtet, auf den Mindestabstand achtet, auf den Mund-Nasen-Schutz dort, wo er erforderlich ist und Sinn macht. Aber es gibt eine kleine Gruppe offensichtlich, die dieses Risikobewusstsein nicht hat. Und denen möchte ich schon sagen, bitte übernehmt Verantwortung. Es geht um uns alle und jeder Einzelne muss jetzt in dieser Situation mitmachen, so wie das ja im Frühling sehr, sehr gut funktioniert hat. Ein Fünftel der Infizierten sind Reiserückkehrer, bleiben also 80%, die sich zu Hause anstecken, in der Familie, am Arbeitsplatz, sonst wo. Die Frage ist, wie man diese Menschen schützt. Sie haben für den Schulbeginn diese berühmte Ampel angekündigt, also das 4-Farben-System, nachdem dann regional entschieden wird, welche Maßnahmen gesetzt werden. Schulbeginn wäre in Österreich jetzt dann schon in 2 Wochen im Osten des Landes. Wann erfahren wir denn, wie diese Ampel aussieht? Wir sind mitten in den sehr, sehr professionellen Vorbereitungsarbeiten. Wir haben eine Corona-Kommission zusammengestellt, die diese Ampel schalten wird, die Empfehlungen dafür vorlegen wird und für die entsprechenden Maßnahmen, die sich dann aus dieser Risikoeinstufung ergeben. Wir haben nächste Woche dabei die Generalprobe sozusagen. Da wird alles 1:1 schon einmal durchgespielt. Die Corona-Kommission funktioniert sehr, sehr gut. Es liegen schon erste Vorschläge für Empfehlungen dann am Tisch, in welche Richtung es gehen soll mit zusätzlichen Maßnahmen. Und es geht so wie immer geplant tatsächlich knapp vor Schulbeginn los. Und zwar am 4. September, also in 2 Wochen, wird die Ampel zum ersten Mal öffentlich auch geschalten. Wenn wir auf Wien schauen, da sehen wir derzeit 1.220 aktive Fälle. Würden diese 1.220
1200 aktive Fälle alleine schon ein Umfärben der Ampel, also ein Schalten auf Orange etwa bedingen? Das kann ich jetzt, dem kann ich jetzt nicht vorgreifen. Deswegen haben wir diese Corona-Kommission, diese Ampelkommission, damit sie diese Empfehlungen macht. Ich finde, das ist ein guter Schritt, dass wir jetzt zuerst immer die Empfehlungen von den Fachexperten und Fachexpertinnen auf den Tisch kriegen. Ich habe mich dazu verpflichtet, dass diese Empfehlungen auch veröffentlicht werden. Damit entsteht auch ein Umsetzungsdruck, ein zusätzlicher. Ich glaube, das ist gut, richtig und wichtig. Aber was Faktum ist, das ist, dass wir ein sehr, sehr starkes Stadt Landgefälle im Augenblick generell in Österreich haben, in ländlichen Regionen ganz, ganz wenige Fälle, das schaut gut aus. Und je stärker urban geprägt eine Region ist, desto mehr Fälle haben wir im Augenblick. Das trifft Wien, aber nicht nur Wien, auch Linz zum Beispiel ist eine ähnliche Situation. Ich denke an Klagenfurt zum Beispiel, wo wir auch mehr Fälle haben, als mir das angenehm und lieb wäre. Das heißt, in diesen urbanen Verdichtungsbereichen, da müssen wir besonders Acht geben und besonders drauf schauen. Ich arbeite mit den Wiener Stadtbehörden sehr, sehr gut zusammen und die tun ihr Bestes, das wieder in den Griff zu kriegen. Und von daher wird sich zeigen, ob das bedeutet, dass es in Richtung Gelb geht. Es ist aber kein Bashing von einer Region, wenn man einmal schlechter steht, sondern wichtig ist, dass man dann die Maßnahmen umsetzt, die uns helfen, dass wir wieder besser werden. Aber nur, dass wir uns ein bisschen orientieren können, auch wenn Sie jetzt keine Details nennen, wird es ein Faktor sein oder wird es ein Mix von Faktoren sein, der das Umschalten einer Ampel bewirkt? Es gibt vier konkrete Faktoren, die entscheiden werden. Wir machen es uns nicht so leicht wie manche europäische Länder, dass sie jemanden auf die rote Liste geben, nur deswegen, weil es etwas höhere Infektionszahlen in einem spezifischen Moment gibt. Werte sind ein Faktor. Der zweite Faktor, das ist für mich persönlich fast das Wichtigste, sind die Clusteranalysen. Das heißt, wissen wir, wie die Infektionen entstanden sind, die Ausgangspunkt des jeweiligen Clusters sind, weil nur dann, wenn wir das wissen, können wir wieder eingrenzen. Das ist der zweite Faktor. Der dritte Faktor sind die Spitalskapazitäten. Haben wir im betroffenen Bezirk ausreichend Reserven bei den Spitalsbetten, etwa in dem intensivmedizinischen Bereich? Das ist der dritte Bereich. Es ist ein ganz wesentlicher, mitentscheidender. Und das vierte ist die Zahl der Tests und wie groß ist der Anteil der positiven Werte bei diesen täglichen Tests. Haben Sie schon entschieden und wissen Sie bereits, ob das so sein wird, dass Sie zum Beispiel jetzt ausschließlich auf diese Ampel setzen oder könnte es darüber hinaus doch überregionale Maßnahmen geben, wie etwa eine Maskenpflicht im Inneren von Räumen ab Herbst? Die Corona-Kommission wird die Ampelschaltung empfehlen. Das heißt, ich kriege für Freitag dann immer die entsprechenden Vorschläge der Kommission, denen fühle ich mich verpflichtet. Die werden dann umgesetzt. Das Gesundheitsministerium wird dann schalten. Und dann haben wir die Situation, dass entweder ein Bezirk auf Gelb zum Beispiel ist und nicht grün oder ein Bundesland. Oder es kann auch sein, dass das ganze Bundesgebiet einmal gelb ist oder einmal orange ist. Das heißt, das sind ja Risikostufen und das Ganze muss man verstehen als eine Art Präventionssystem in Wirklichkeit. Für jede dieser Farbe gibt es dann konkrete Maßnahmen, die dann empfohlen werden, wenn diese Farbe tatsächlich eintritt. Das heißt, wenn ein erhöhter Risikofaktor in einem Bezirk da ist, unabhängig davon, wie er heißt, wo er ist, welche Partei ihn dominiert etc. etc., dann gibt es eine Art Automatismus, dass entsprechende Maßnahmen kommen. Sie nennen den Herbst und den Winter die Zeit der großen Herausforderungen. Wir wissen zum Beispiel, dass dann auch die Zeit kommen wird, wo das ständige Husten und Schnupfen beginnt, wo es grippale Infekte gibt, aber natürlich auch die Grippe und wohl jetzt auch Corona. Wie soll das dann funktionieren, wenn jemand Symptome hat, wie eben Husten, wie Fieber, wenn alle bei 1450 anrufen oder in Arztpraxen gehen, wird das wohl nicht im Sinne des Erfindens sein. Was also sollen wir alle tun, um da möglichst gut durch diesen Herbst und Winter zu kommen? Das ist genau die Schwierigkeit, die Sie hier skizzieren. Die große Schwierigkeit, die auf uns zukommt, ist geschlossene Räume, in denen wir uns aufhalten, heißt mehr Risiko, heißt insgesamt mehr virologische Grundstimmung, die da ist, Erkältungskrankheiten, die Grippe, Corona und auch andere virologische Situationen, die zunehmen werden aufgrund dieses Aufenthaltes in geschlossenen Räumen. Das heißt, eine Antwort von uns, und das wird die Hauptstrategie werden, ist, genau diese Vorsorgemaßnahmen gegen Corona, genau die wirken ja auch gegen andere Infektionskrankheiten, zum Beispiel gegen eine echte Grippe, die ja auch sehr problematisch sein kann.
Das heißt, Hygienemaßnahmen wieder in den Mittelpunkt stellen, Hände waschen, so wie wir es gelernt haben im Frühling und ich hoffe nicht nur damals praktiziert haben. Manche Sachen sind wir schon ein bisschen leichtfertiger geworden. Und im Herbst müssen wir uns wieder wirklich zusammenreißen und das praktizieren. Der Mindestabstand, so wie bei uns, da hätte der Babyelefant tatsächlich Platz dazwischen. Das müssen wir wieder als Normalität lernen, in unser Leben integrieren. Und der Mund-Nasen-Schutz wird schon eine tragende Rolle auch im Herbst und im Winter einnehmen. Und all das wird dafür sorgen, das ist meine Hoffnung, dass wir nicht nur die Corona-Werte vernünftig unter Kontrolle halten, sondern auch die Grippe- und die Infektionszahlen. Und zweitens, ich hoffe sehr darauf und kann da wirklich nur appellieren, dass diese Impfskepsis oder Impfmüdigkeit, die in Österreich bei der Grippe teilweise da ist. Wir sind bei 8-9% Impfquote. Das ist schon auch international gesehen dramatisch gering, dass wir da mehr Menschen finden, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Wir haben jetzt erstmals die Grippeimpfung in das Kinderimpfprogramm aufgenommen. Das heißt, für Kinder wird sie erstmals gratis in ganz Österreich sein. Ein tolles Angebot im Übrigen, nicht nur mit der Spritze, sondern als Spray. Das heißt, sehr kinderfreundlich, schon wird das verabreicht. Also die Bitte, der Appell, wirklich impfen zu gehen. Diesmal haben wir eine besondere Situation. Was zum Winter auch noch dazugehört, abgesehen von Krankheiten, ist der Wintersport. In einigen Wintersportorten in Österreich bereitet man sich bereits auf die Skisaison vor, in Ischgl etwa. Dort wurden heute einige Maßnahmen schon präsentiert und vorgestellt. Können Sie sich vorstellen, dass in diesem kommenden Winter, wenn es noch keine Impfung gibt, und so sieht es ja derzeit auch aus, dass Liftkabinen vollgestopft sind mit Menschen zusätzlich zu Mund-Nasen-Schutz, dass Après-Ski möglich ist, dass darüber hinaus Weihnachtsfeiern, Christkindlmärkte geöffnet werden, dass die Ballsaison so stattfindet, wie wir sie kennen? Oder wird das nicht auch wieder so ein spezieller Winter, wie Sie uns schon einen speziellen Sommer im Frühjahr angekündigt haben? Ich wollte es gerade genauso formulieren, wie Sie die Frage gestellt haben. Nach einem besonderen Sommer wird ein besonderer Winter kommen und in Teilbereichen wird er noch besonderer werden. Warum? Weil eben das Risiko in den geschlossenen Räumen sehr groß ist. Und deswegen müssen wir wirklich besonders Acht geben. Was den Wintersport betrifft, ich glaube schon, dass Wintertourismus möglich sein wird, aber unter ganz spezifischen Rahmenbedingungen. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir die endgültig miteinander erarbeiten. Regionen sind mit eingebunden. Dann werden wir österreichweite Standards haben für den Wintersport. Das heißt, weniger Menschen in der Seilbahn zum Beispiel. Wir werden spezifische Regeln brauchen für Après-Ski, weil wir wissen, das war mit eine Ursache damals in der Causa Ischgl ganz zentral und ganz wesentlich und einiges andere mehr. Und ich arbeite eigentlich an einem weiteren Projekt in dem Zusammenhang und ich hoffe, dass sich das so umsetzen lässt mit den Gesundheitsministern der Schweiz, Frankreichs und Italiens, bin ich an der Arbeit, ob wir es nicht schaffen, dass wir überregional für den ganzen großen europäischen, zentraleuropäischen Wintersportbereich gemeinsame Basisstandards schaffen. Das wäre gut, das wäre gegen die Pandemie gut und das wäre gut, dass wir keine Wettbewerbsverzerrungen durch den Gesundheitsschutz haben. Aber Indoor-Veranstaltungen werden schwierig? Indoor-Veranstaltungen werden schwierig. Es wird mit Sicherheit schwierig, einen Opernball oder Ballveranstaltungen, die bis in den Morgen dauern, die natürlich einen Kontakt in sich bergen, der sich kaum vermeiden lässt, gewisse Nähe in sich haben. Das wird sehr, sehr schwer möglich sein. Auch da arbeiten wir an Standards, wie das unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich ist oder wo wir uns darauf einstellen können, dass manches nicht möglich sein wird. Und so ein Beispiel ist ja auch die Nachtgastronomie. Mir tut das im Herzen weh, das sind hoch engagierte Betreiber und Betreiberinnen. Aber ein Disco für 3000 Menschen bis 6 Uhr früh, das ist halt nicht die Antwort auf diese Phase, die wir derzeit haben. Da muss man wirtschaftlich helfen und das werden wir auch tun. Am Schluss noch ein ganz anderes Thema. FPÖ-Obmann Norbert Hofer hat Sie am Montag im ORF-Sommergespräch als Wunschkandidaten, als Wunschkonkurrenten vielmehr, für die Bundespräsidentenwahl genannt. Jetzt wissen wir, Sie sagen immer, gegen Alexander Van der Bellen werden Sie nicht antreten. Sie sagen aber nicht, ob Sie antreten werden, wenn Alexander Van der Bellen nicht mehr kandidieren sollte. Was ist denn darauf Ihre Antwort? Na, da wollen wir halt dann in der ZIB 2 mal für eine Premiere sorgen. Für mich gibt es eine ganz klare Antwort. Erstens,
Alexander Van der Bellen ist der allerbeste Präsident, den sich Österreich wünschen kann. Zweitens, ich wünsche mir sehr, dass er wieder kandidiert, obwohl wir noch lange dorthin haben. Ich glaube, das ist überhaupt eine Debatte, die eine virtuelle ist, keine sehr angebrachte ist. Aber der Herr Hofer will heute offensichtlich ein bisschen in die politische Debatte reinkommen, soll er haben. Das Dritte, ich strebe kein einziges politisches Amt mehr an. Das macht mich auch ein bisschen entspannt. Und viertens, nein, ich habe auch an dieser Funktion kein Interesse. Ich möchte ein guter Sozial- und Gesundheitsminister sein. Das ist so und das bleibt so. Das ist so und das bleibt so. Sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einem Interview, das wir am frühen Abend aufgezeichnet haben.